Oh, Freunde! Im heutigen Video mussten wir super viele Matheaufgaben lösen. Und wenn wir die Matheaufgabe falsch gelöst haben, dann wurden wir einfach in Lava ertränkt. Wir mussten also um unser Leben rechnen. Naja, ihr wisst ja, ich bin nicht so gut in Mathe. Aber was denkt ihr? Hatte ich eine Chance gegen die Lami Army? Keine Ahnung. Aber am Ende ist etwas passiert. Damit hat niemand gerechnet. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann das Abenteuer beginnen! Leute, heute wird viel gerechnet, denn wir sind hier im Mathe-Spiel. Die Lava wird jetzt um einen Block nach oben gehen und wir müssen jetzt 4 minus 2 rechnen. Das ist natürlich 2, Leute. Also ja, ihr seht, das Spiel ist eigentlich ziemlich einfach. Wir bekommen hier oben eine Matheaufgabe und die müssen wir richtig beantworten, damit wir hier ein paar, ja, Blöcke bekommen. Also hier 3 plus 10 ist 13, dann klicke ich hier drauf und dann habe ich ein paar Blöcke. Und je schneller man antwortet, desto mehr Blöcke bekommt man auch. Man sieht jetzt noch, das Ganze ist ein bisschen langsam. Die Lava ist noch irgendwo da unten. 7 mal 8 ist 56. Aber Leute, warum seid ihr alle schneller als ich? Oha! Wir haben hier ein paar Mathe-Profis am Start, oder was? Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr gut im Fach Mathe seid. Also, ich war damals immer richtig gut. Also, naja, nicht wirklich, aber der Wille zählt, oder? Ganz, ganz früher war Mathe natürlich noch leicht und die ganzen Aufgaben, die wir hier auch sehen, 56 geteilt noch 7. Leute, das kann man doch alles easy im Kopf rechnen. Aber kennt ihr auf einmal diese typischen Textaufgaben in der Klassenarbeit? Wie zum Beispiel, Banani hat 3 Döner. 2 Döner ist er. Wie viele Pommes hat Banani jetzt in der Hosentasche versteckt? Hä? Also ja, so richtig sinnlose Aufgaben einfach. Warte mal, kann es sein, dass ich der Letzte bin? Oha, ihr seid alle schon so weit oben? Naja, die Lava ist eh noch irgendwo da unten, Leute. Wir haben noch Zeit. 8 plus 7 ist 15. Warte mal, wer hat auf 12 getippt? Ey, das war die Orange. Die scheint eh... Ups. Naja, Leute, heute lernen wir auf jeden Fall etwas. Mal schauen, wer wird der Erste sein, der von der Lava erwischt wird. Die Lava wird jetzt 6 Blöcke nach oben gehen. Okay, 70 geteilt durch 7 ist 10. Oha, warum seid ihr alle so schnell, Mann? Okay, aber wenn das so weitergeht, dann, keine Ahnung, sind wir noch im Himmel irgendwo oben. Und wie hat die gerade bei 2 plus 1 2 ausgewählt? Hey, du kleine Orange. Ich glaube, du musst das Spiel noch ein bisschen öfter spielen. Und 10 minus 6 ist 4. Perfekt. Okay, Leute, die Orange holen wir gleich ein. Wir sind immer noch auf dem letzten Platz. Aber das heißt noch gar nichts, Leute. Die Lava ist immer noch irgendwo da unten. Aber jetzt wird die Lava um 8 Blöcke nach oben gehen. So, die Lösung ist 14. Ich muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen einholen, denn ja, Gojo ist schon da oben irgendwo. Also, ich werde jetzt super schnell die Aufgabe lösen. Na toll, ich war wieder voll langsam. Leute, warum seid ihr so schnell, Mann? Ja. Okay, Freunde, wir dürfen aber nicht aufgeben hier. Ich will auf jeden Fall nicht als allererste sterben. Das wäre echt peinlich. Warte mal, hat die Orange bei 1 plus 3 wirklich 3 gedrückt? Okay, Leute. Ich glaube, die Orange braucht noch ein bisschen Nachhilfe in Mathe, glaube ich. 7 geteilt durch 7 ist 1 und nicht 0. Leute, was drückt ihr? Also, Leute, ich glaube, die Orange wird auf jeden Fall als allererstes von der Lava erwischt werden. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie lange wird dieses Spiel noch wohl gehen? Das geht mir auf jeden Fall ein bisschen zu lange hier. Vielleicht können wir noch den Shop abchecken. Denn wir haben hier auf jeden Fall eine Explosion. Aha, was ist das denn? 80 Robux für Explosion. Okay, was macht das? Oha, ja! Ich habe eure Blöcke kaputt gemacht. Warte mal, eine New kommt in 3 Sekunden. Warte mal, hä? Oh, nein! Ey, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, oh mein... Hä? Ey, wie unfair ist das denn? Oh Mann, das hat doch gar nichts mehr mit Mathe zu tun. Hat einfach nur irgendjemand mit Robux eine Nuklear gekauft. Ah toll, die Runde hätte ich gewonnen. Hundertprozentig. Warte mal, wer ist jetzt auf dem ersten Platz? Die Orange? Also nee, sorry, aber die Orange wäre ja mal sowas von auf dem letzten Platz. Das Mädchen schreibt, hallo Lams. Hey, die will mich hier... Oh mein Gott, die hat mich hier erfolgreich abgelenkt. Warte mal, er schreibt, wenn ich gewinne 10.000 Robux. Ja, hast du vergessen, dass ich dabei bin? Gegen mich habt ihr sowas von keine Chance, Mann. Außerdem, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ist eigentlich euer Lieblingsfach in der Schule? Also meins war auf jeden Fall nicht Mathe, sondern eher sowas wie Sport oder Kunst oder Musik. Aber Leute, ich war auch gut in Englisch und Deutsch, wirklich. My English is not the yellow from the egg. Französisch habe ich auch gelernt und da war ich auch immer richtig gut. Stop the cap. Aber Französisch Vokabeln lernen, das hat nie Spaß gemacht, Leute, das sage ich euch. Aber Leute, habt ihr vielleicht einen Trick, mit dem man besser Vokabeln lernen kann?
kann. Also ich habe die Vokabeln einfach nur immer abgeschrieben und dann hatte ich die auch schon im Kopf. Aber auch nur für, naja, eine kurze Zeit, denn Leute, ich habe schon fast alles von der Schule vergessen, Mann. Was soll ich sagen? Okay, aber wie sieht es denn hier aus? Aha! Leute, was geht denn hier ab, Mann? Ich bin auf dem zweiten Platz, oder was? Auf dem ersten Platz ist immer noch Gojo. Leute, die müssen wir auf jeden Fall überholen. Und Leute, die Orange ist da irgendwo unten. Guckt euch die mal an. Ey, kleine Orange, was machst du da unten? Okay, die Lava wird immer und immer höher. Aber Freunde, wir sind einfach viel zu gut für die Lava. Jetzt mal ohne Witz. Die Lava kommt einfach überhaupt nicht hinterher. Okay, 3 mal 2 ist 6. Easy. Oh mein Gott. Hä? Ich bin der Einzige, der das richtig gemacht hat. Ich schreibe einfach nur ehm. Ja, ehm. Ist es euer Ernst? 3 mal 2? Ach, geteilt durch 4 ist 2. Okay, okay. Leute, easy. Leute, ich glaube, das war's jetzt auch. Fast mit der Orange. Seht ihr die da unten? Ich glaube, die Lava... Oh, nein. Die Lava hat sie jetzt, oder? Oh, oder? Leute, wir schauen uns das an und... Nein, die Orange ist tot. Okay, es fängt an, spannend zu werden. Die Lava kommt immer und immer höher. Oh, Leute, ich habe ein kleines Problem. Ich bin immer noch nicht auf dem ersten Platz, Mann. Aber naja, Freunde, ich muss mich jetzt beeilen. 56 geteilt durch 7, oha. Wie schnell habt ihr das bitte gerechnet? Oh. Oh, oh. Warte mal, hat er sich gerade 10 Blöcke gekauft? Das habe ich gesehen. Er schummelt einfach mit Robux, der kleine Frechdachs. Okay, Leute, die nächste Aufgabe ist... 6 minus 4 ist 2, easy. Und damit... Oh, oh, ist doch Emily da unten fast tot. Leute, ich glaube, das war's jetzt mit Emily, oder? Oh, sie lebt noch. Aber jetzt ist sie tot, oder? Ja. Hä? Doch, die ist tot. Okay, Leute, so langsam kommen wir hier zu einem Ende. Und oh mein Gott. Nein, ich habe die falsche Antwort gegeben. Was mache ich denn? Okay, Leute, es wird jetzt sehr, sehr knapp. Die nächste Aufgabe ist 6 plus 7. Easy, 13. Oh, oh, aber ich weiß wirklich nicht, ob ich das noch gewinnen kann. Die nächste Aufgabe ist 10 minus 7. 3, easy. Oh, die Lava hat schon gleich die zwei Mädels hier. 5 minus 4 ist 1. Okay, perfekt, ich war Erster. Ich muss jetzt immer so schnell wie möglich antworten, damit ich immer Erster werde. Denn nur wenn man als Erster antwortet, kriegt man, ja, ganz, ganz viele Blöcke. Die nächste Aufgabe ist 9 minus 7 ist 2. Easy. Warte mal. Wie hat der mich eigentlich überholt? Salmi, du hast dich nur freigekauft hier. Robux benutzt wirklich, Leute. Glaub mir. Die nächste Aufgabe ist 6 mal 7, 42. Oh, Leute. Und die Mädels, die sind weg. Nein. Okay, wir sind nur noch zu dritt hier. Mal schauen, wie weit nach oben dieser Lavaturm noch gehen wird. Und wer wird jetzt als nächstes ausscheiden? Die nächste Aufgabe ist 9 minus 1. Easy. Salmi, ich sag's dir. Du hast zwar Robux benutzt, aber mich wirst du nicht überholen. Die nächste Aufgabe lautet 5 plus 1, 6, okay, perfekt. Aber Leute, die Lava... Oh mein Gott, die holt mich gleich. Nein! Leute, wir kaufen einfach mal hier so hier BBQ. Oha! Wow! Ich habe keine Robux benutzt, Leute, wirklich. Ja, Salmi, was machst du denn jetzt an der Lava, ne? Warte mal! Der hat sich auch Robux... Oh mein Gott, der hat sich auch mit Robux ein paar Blöcke gekauft. Hey, nee, 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 nee. Ich bin gleich tot, Leute. Die nächste Aufgabe ist 2 geteilt durch 2 ist 1. Easy. Aber Freunde, es macht keinen Sinn mehr. Wir sind jetzt tot. Oh, nein. Oh mein Gott, ich bin schon in der Lava. Leute, ich habe einen Plan B. Ich kaufe jetzt einfach mal hier ein paar Bubuks. So, zack. Und dann kaufe ich mir einfach nochmal ein paar Bubuks. So, zack. Und dann kaufe ich mir einfach nochmal ein paar Bubuks. So, zack. Warte mal, die kauft dich auch jetzt ein paar Blöcke mit Robux. Hör auf damit. Oh mein Gott, ich kaufe jetzt noch eine Explosion hier. Und Salmi ist tot. So, das reicht mir. Das reicht mir. Ich darf hier nicht verlieren, Leute. Ich gebe jetzt so viele Robux aus. Hä? Warte mal, wo kommt der denn jetzt wieder her? Er hat sich einfach mit Robux wiederbelebt oder so. Okay, Freunde, das ist jetzt ein Battle. Wer rechnet schneller und wer gibt mehr Robux aus? Ja, aber ich habe unendlich Robux, Leute. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Okay, 4 mal 7 ist 27. Nee, warte mal, 28, aber die haben jetzt auch alle auf die falsche Antwort geklickt. Ah, das war nur ein Trick, um euch abzulenken oder so. Oh, jetzt kaufe ich mir nochmal 10 Blöcke und dann kaufe ich nochmal eine Explosion und warte mal, Salmi lebt wieder. So, jetzt reicht mir. Ich kaufe mir einfach unendlich Explosion für euch. So, zack. Leute, ich habe gleich einfach keine Robux mehr. Gut, nochmal Explosion kaufen. Okay, Freunde, und ich glaube, das war's jetzt mit ihr, oder? Komm schon. Komm schon, wie lebt die denn noch? Oh mein Gott, die hat sich jetzt 10 Blöcke gekauft. Das kann nicht wahr sein. Ich habe wirklich gleich keine Robux mehr. Oh mein Gott, Freunde, ich muss mir ganz schnell nochmal diese Explosionsbombe kaufen. 80 Robux. Und nochmal, oh mein Gott, ich habe jetzt einfach keine Robux mehr. Ich kann mir jetzt gar nichts mehr kaufen. Das war's jetzt. Entweder sie kauft sich nochmal 10 Blöcke oder ich rechne einfach schneller als sie. Aber ich habe keine Chance. Die kauft sich immer noch ein paar Blöcke. Wie viele Robux hast du eigentlich, Mann? Okay, Leute, das war's mit mir. Oder warte noch nicht. Ich lebe noch.
Leute, ich lebe! Schaut euch mal an, wie hoch der ganze Lavaturm schon ist. Aber ich bin tot! Nein, Leute! Gojo hat gewonnen! Gojo hat einfach mehr Robux als ich. Ach Mann, ey, und wer bist du jetzt hier? Hey, warte mal, du hast eine coole Mario-Mütze. Here we go! Okay, Leute, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Runde. Und Gojo schreibt jetzt, hab keinen Bock mehr. Ja, ja, du hast keinen Bock mehr. Du hast nur keine Robux mehr. Naja. Eigentlich habe ich keine Robux mehr. Aber egal, Freunde. Wir versuchen jetzt einfach mal hier mitten im Spiel den Cape-Check zu machen. Okay, Leute. Wir haben als allererstes Anna hier. Die trägt auf jeden Fall den orangenen Emily-Merch. Und das rote Lami-Cape. Also ja, Anna. Das machst du sehr gut. Dann haben wir hier hinten einmal Lina im komplett pinken Emily-Merch. Pinkes Emily Cape. Jetzt noch die Emily Kette und den Mini Lami am Start. Also ja, Lina, dein Skin da hinten ist auch sehr fresh, Mann. Warte mal, hat sie den gleichen Skin wie sie? Leute, schaut mal, sie hat auch das Emily Cape in Pink, die gleiche pinke Mütze wie sie. Die ganzen pinken Emily Merch. Also ja, ihr zwei Pupsis, eure Skins sind echt cute, Mann. Und hier haben wir einmal das Mario Mädchen mit dem roten Lami Cape. Der fresher Skin auf jeden Fall. Und hier haben wir Salmi mit dem Lami Cape. Und ja, da unten ist noch eine Orange. Und Leute, ich sag's euch, diese Orange kann überhaupt kein Mathe, Mann. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Danke an jeden, der etwas von meinem oder von Emilys Merch-Shop trägt. Leute, ich sag's euch, habt noch ein bisschen Geduld und bald kommt echt cooler, neuer Roblox-Merch. Die Lami-Capes kommen auf jeden Fall wieder in neuen Farben raus. Und es werden auf jeden Fall neue T-Shirts und Hosen in den Shop kommen. Und vielleicht noch eine Cappy oder so. Wer weiß, aber wenn ihr noch eine Idee habt, dann ab damit in die Kommentare. Naja, was soll ich sagen? Meine Gegner sind jetzt auch nicht so gut in Mathe, oder? Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal alle überraschen. Ihr rechnet alle irgendwelche Matheaufgaben, ja, ja. Aber damit rechnet keiner. Ich kaufe mir jetzt den Nuke für 300 Robux. Okay, Leute, rechnet so schnell, wie ihr könnt. Aber das war's jetzt mit dem Matheunterricht. Hier kommt die Nuke. Warte mal. Ey! Ja, ich hab überlebt. Ihr Leute, easy win. Ah, seht ihr es? Ich hab den ersten Platz, Mann. Also ja, Leute, wir kommen jetzt zur Bewertung vom Spiel. Ja, Leute, das Spiel war eigentlich recht simpel gehalten. Wir mussten irgendwelche Matheaufgaben lösen und von der Lava überleben. Also ja, was soll ich sagen? Man spielt einfach ein Roblox-Spiel und lernt etwas Mathe dazu. Also Leute, ihr wisst Bescheid, wenn eure Eltern zu euch kommen und sagen, ey, leg das Handy weg, du musst mal Mathe lernen. Man spielt einfach dieses Roblox-Spiel. Hier lernt man super viel Mathe. Naja, aber trotzdem finde ich, dass man das hier ein bisschen schwieriger machen könnte. Ich bin zwar kein Mathe-Pro, aber für mich waren die Aufgaben ein bisschen zu leicht. Und ja, wie fandet ihr die Aufgaben und wie fandet ihr das ganze Spiel? Bewertet das Spiel auf jeden Fall von 1 bis 10 in den Kommentaren. Und wenn ihr das nächste Mal mitspielen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Checkt alle den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen dicken Daumen nach oben da. Schreibt ein süßes Kommentar. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt könnt ihr links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Das müsst ihr auf jeden Fall machen, denn die sind auch super cool geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und Muchas gracias, afición. Este para vosotros. La